Hey Leute, hier ist wieder Mr. Tom 159 und dabei der liebe Oliver 39. Wie war mein ID nochmal? 1-1 und willkommen zurück bei Let's Play Halo Combat Evolved Anniversary. Let's Play Together wohl bemerkt. Wir sind ja zu zweit. Jo. Unwichtig. Oh, unsichtbare Eliten! Leck mich. Ja, wir haben im letzten Part erfolgreich die Sicherheitsvorkehrungen für die untere Kartenbasis deaktiviert und können nun in diese Kartenbasis. Es ist unglaublich, ich weiß, aber es ist tatsächlich so. Ich habe jetzt eine Granate, wir können es mal probieren gehen. Ach, Tom will immer noch den scheiß Schädel von vorhin einsammeln. Machen wir jetzt aber nicht. Irgendjemand wurde auch noch abgeschossen, das heißt, wir könnten dem vielleicht mal zur Hilfe gehen. Ach, Quatsch. Ey, guck mal, hinten sind der Korans. Hey, hier sind noch. Brauchst du noch ein zusätzliches Schild? Na, ja. Meiner ist eigentlich sogar noch relativ offgeladen, aber ich nehme mir trotzdem den Rest mehr zum Aufladen. Nein, kann ich gar nicht, scheiße. Wo landen wir eigentlich, wenn wir jetzt hier runterspringen? Weiß es gerade gar nicht. Bravo 22 sollte uns ein paar schwere Waffen bringen. Da wir es mit Jägern zu tun bekommen, könnten sie gut gebrauchen. Da unten liegen unsere schweren Waffen, die nehmen wir mit. Sie nach Frachtausschau, die wir bergen können. Jawohl, mein Meister. Oh, das war. Das tat weh. Das war nicht gut. Ich glaube, da hätte man besser lösen können. Aber hier liegt ja zum Glück ein Healthpack, nehme ich mit. Wo ist meine Schwere? Du das Ding kam? Ja, warte. So. Die werden wir auch brauchen. Das ist ein Raketenwerfer, ja. Ah, nee, ich bin nicht unbedingt scharf drauf. Die können wir auch brauchen, weil dort, wo wir vorhin schon waren, beim schwenkenden Kartografen, dort sind jetzt, ja, so ein bis zwei Eliten, Würmer. Und die mögen uns nicht. Und wir sie auch nicht. Von daher macht's Boom. Also wir kommen da einfach mit unseren schlagkräftigen Argumenten. Und ich meine nicht Toms Vorbau. Nein, was? Ich meine meinen Sack. Meinen Schwanz. Wäre auch dieser Flachwitz wieder abgehandelt. Können wir was anderes jetzt machen. Wie tief kannst du noch sinken, Oliver? Weiß nicht. Ich meine, ich hab deinen Vorbau gerade besprochen, von daher nicht so tief wie du. Alter, so. Hätten wir den auch. So, wir schleichen uns mal hier von hinten an. Kommen wir von hinten. Auch dieser Flachwitz mal zu bringen. Alter, was machst du? Bin ausgestiegen. Mach den Wurm fertig. Wo ist er denn? Schuss Nummer 1. Wo ist der zweite Wurm? Ach, da. Hinter dir. Hallo. Oh, der ist tot. Den hab ich schon fertig gemacht. Gut, dann hebe ich mir den Rest des Raketenwerfers auf. Den können wir nämlich später noch ganz gut gebrauchen. Und zwar kommt später noch ein paar mit Schwert und so. Die sind nicht gerade nett zu uns. Und da machen wir einfach auch ein explosives Angebot. Und dann passt das schon. Verstehst du? Ein explosives Angebot? Es ist exklusiv? Explosiv? Ah. Kommst du in die Anlage? Oh, hier liegt eine Leiche. Keiner weiß von wem, aber es ist nicht meine. Sehe ich eine Rüstung, die sieht ganz anders aus als meine. Kommst du heute noch mal? Du bist schon wieder meilenweit weg. Hier kamen noch Gegner an. Ist doch egal. Scheiß auf die Gegner. Die tun uns doch nichts. Ist ja nicht so, als würden wir hier Punkte kriegen. Schade eigentlich. Ich zeig noch mal die Anlage mit der alten Grafik. Ja, kann ich auch mal noch mal schnell spontan machen. Ja, es geht. Sieht jetzt auch nicht so schlimm aus. Wenn du dich mal umdrehst, an die Wand hinter dir mit diesen Symbolen da. Jetzt, genau. Wenn du die in alter, neuer Grafik mal vergleichst, haben sie schon ein bisschen geändert. Ja, allgemein. Sie haben ein paar mehr Features eingebaut. Features. Ja, weil sie es einfach können jetzt um diese Zeit, ne? Also. Naja, also sie hätten noch mehr gekonnt, sowas nicht. Ey, guck mal, da liegt eine Master Chief Leiche. Mensch, ich glaube, das war ich. Ne, ja, ich glaube, das war meine. Und nee, ich glaube, das oben war. Das war ich. Ist egal. So. Verarscht. Verarscht. Links, rechts, ich weiß nicht mehr. Irgendwo kam irgendwann ein Typ mit Schwert. Und jetzt eine kleine Zwischensequenz. Wirklich nur eine ganz kleine. Ach, mal kurz einen saufen, ne? Aber hoffe doch Wasser. Nur. Nicht so wie ich. Ich trinke ja Wodka. Ganzen Tag. Habe ich übrigens sogar nicht erwähnt, ich stehe unter Drogen. Ich habe ja vorhin Aspirin genommen. Ich stehe ja sowas von extrem unter Drogen. Oh mein Gott. Was machst du? Das sind Gegner. Die stehen nicht so auf Scheiße! Wir machen gar keinen Gegner. Hier sind Gegner. So, und jetzt kommt der von mir angesprochene, etwas langweiligere Part. Weil der nicht so interessant ist. Daher der Name langweiliger Part. Ja, voll getaggt. Sogar aus 50 Meter Entfernung. Naja, nicht ganz, aber fast. 100.
Wir müssen jetzt zum schweigenden Kartografen vordringen. Laut meiner Erinnerung ist der ganz unten. Wie wir an dieser epischen Zwischensequenz übrigens schon erfahren haben. Und, ja. Ich hab vergessen, wie wir das machen. You collected 2 plasma grenades. Was? Spielst du auf Englisch? Nein, Quatsch. Hätte mich schon gewundert. Selbst auf Englisch gibt's diesen Spruch nicht. Also irgendwo hier muss es weitergehen. Ach, hier geht's lang. Hallo, weiter. Kommst du da? I see it. Oh mein Gott. Spring mal da runter, Oliver. Nee, ich hab den Raketenwerfer. Wollen wir mal da runterspringen? Nee, ich hab den Raketenwerfer. Komm, spring mal da runter. Ja, dann wären wir definitiv schneller am Ziel, aber ansonsten. So, liebe Freunde. Hier gibt's noch Munden. Brauchst du noch Munden? Ich muss hier erstmal ein paar Leute umlegen. Von daher. Ein Health Pack? Ist gerade ganz noch, schlecht. Hier ist noch ein Health Pack. Ja, ich hab gerade ein paar Leute schon. Munition entleichtert. Nein, ein Health Pack. Gesundheitspaket. Brauch ich nicht. Ich bin nicht krank. Ich gehe auch nicht zum Arzt. Ärzte sind Quacksalber. Ärzte sind für Leute, die sich keine Gesundheit leisten können. Ey, wir waren damals so arm, wir mussten den Arzt ausrauben, damit wir Gesundheit kriegen. What the fuck? Was machst Alter, du? Ich hab voll an dem Vieh vorbeigeschossen. Ich hab ihn getaggt. Ich hab den anderen weggebombt. Jetzt hab ich nochmal getaggt. Machst du ihn tot oder muss ich? Ja, ich mach. Ich setz nämlich ungern meine Waffe nochmal ein. Okay, ich hab auch nochmal getaggt. Das sollte eigentlich reichen. Ja, ja, viermal schön getaggt oder dreimal, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall reicht's. Und mit meiner Raketenwerfer war es ein Schuss. So. Ja, Kontrollpunkt, wunderbar. Ja, man hat schon so ein bisschen Angst, dass man runterfallen könnte, ne? Ja, ne? Ich wollte gerade sagen, dass man so ein bisschen Angst allgemein hat, aber das stimmt ja nicht. Hohammer an Bodenteams. 2 feindliche Landungsschiffe nähern sich ihnen mit hoher Geschwindigkeit. Ist das mein Problem? Verdammt. Okay, Leute. Besuch ist im Anmarsch. Feind bei Kontakt sofort angreifen. Aber wir sind, glaube ich, schon kurz vor Ziel. Sie des Komplexes heraus aufzuhalten. Können Sie rein? Negativ! Sie kommen zu schnell näher! Negativ! They come in too deep! Chief, Sie müssen den Kartografen finden. Wir werden Sie so lange wie möglich beschäftigen. Ja, wir arbeiten dran. Macht ihn die Hölle heiß, Marines. Ja, man. Bloß kein Stress hier. Wenn wir raus sind, bevor Verstärkung kommt, wird's hier sehr eng. Suchen wir diese Karte. Ganz ruhig. Oh, da unten sehe ich... Warst du ein... Hä? Lol, ich hab hier gerade noch Gegner gesehen drauf. Bist du so ein Unsichtbarkeitsding? Nö, gar nicht. Du? Ich auch nicht. Bringt da nichts. Ja, nee, will ich's. Ging das hier nicht. Boah, Oliver ist auf einmal verschwunden. Oliver hat dieses Ding eingesammelt, auf einmal war er weg. Oh, mysteriös, Gott. Ne? Man weiß es nicht. Da haben sich die Quants gewundert, wo auf einmal die Granate herkam. Ist einfach aus dem Nichts gespawnt. Einfach so vom Himmel gedroppt. Ja, ne? Einfach so gespawnt, die Granate. Ah, komm vor. Hey, guck mal, Elite. Oh, wie sweet. Du hättest jetzt mein Bild sehen müssen. Mach ich ja. Ich sehe ja mir später noch deine Aufnahme. Ne, wir müssen hier runter. Schon richtig. Du warst richtig, Tom. Hier ist noch ein super Schild. Jetzt habe ich den auch eingesammelt. Jetzt bin ich unsichtbar unter. Warst, war gerade ein Elite. Ja, und hier ist der Kartenraum. Wir sind schon da. Erstmal mache ich noch den Eliten-Tod. Ich habe eine Granate hingeschmissen und der hat sich von der Granate weggerollt. Und dann hat er sich aber runtergerollt in den Abgrund. Alter, übelst geil. Leute, guckt euch das auf meinem Kanal an. Ich glaube, das haben sie, wenn sie auf deinem Kanal sind. Naja, aber wenn sie auf deinem Kanal sind, dann müssen sie zu meinem Kanal wechseln. So, okay. Das Thema wäre erledigt. Jetzt gucken wir uns die Karte mal an. Die Holo-Konsole müsste die Karte... Stell dir vor, Cortana. Das haben wir auch schon gewusst. Halos Kontrollzentrum ist hier. Wenn ich die Daten richtig interpretiere, ist dieser Komplex eine Art Tempel oder Schrein. Interessant. Eine derart wichtige Einrichtung wird man wohl kaum in einem Schrein unterbringen. Aha. So, und jetzt müssen wir wieder raus. Ja. Verbindung mit dem Captain ist weg, Cortana. Sein Schiff ist wohl außer Reichweite oder hat technische Probleme. Versuchen Sie es weiter. Halt, hier war Niedler. Ja, den nehme ich doch mit. Da muss er wieder Munition einsammeln, der munitionsgierige Sack. Nee, den Niedler wollte ich haben. Was sagt denn die Zeit, lieber Tom? Oh, Gegner. Die Zeit sagt 25 Minuten. Hey. 25 Minuten, das heißt, wir sind noch im zweiten Part. Ja. Ich begrüße euch zurück zum zweiten Part. Ne, wir sind ja immer noch im zweiten Part. Ich habe jetzt vom ersten Part also die Zeit übernommen noch mit. Ja, ja, hab ich schon mitgekriegt, dass wir jetzt nach 25 Minuten im zweiten Part aufnehmen, war mir klar. Aber egal. So, hier gibt's glaube ich auch irgendeinen Erfolg, wenn wir hier irgendwie recht schnell durchwaschen, oder? Ich glaube, wenn wir hier durchwaschen, ohne einen Schuss abzugeben oder sowas. Ja, das haben wir jetzt schon verkackt, oder? Ja, das haben wir dicke verkackt. Das ist, oh, wie soll man das schaffen? Das muss man sich irgendwann mal vornehmen und das machen. Der steht hier einfach um die Ecke, das Schwein. Ja, ne? Die sind schon darauf vorbereitet, dass wir kommen. So.
Hey Oliver, ich habe dir schon erzählt, ich spiele jetzt The Old Republic, Alter. Und ich spiele gerade Alan Wake, aber das habe ich schon mal in einem anderen Let's Play Part erzählt. Ich bin Hast du mein Unboxing gesehen, Mann? Ja, nein. Ich habe nur deine Füße gesehen und habe gedacht, oh nee, Schuhkrampf. Nein, ich bin runtergefallen. Aha. Hab nur gedacht, oh, ich lebe noch. Hab nur gedacht, oh, Schuhgröße 50. Der Typ ist ja eklig. Der muss bestimmt perverses, fetischistisch, was Füße angeht, sein. Geh mal zum nächsten Kontrollpunkt, damit ich bei dir spawne. Was? Ich bin hier irgendwo in irgendwo. Ich suche mir inzwischen mal ein Medikit. Ich habe nur so ein Herz. Hey, Gegner. Hallo. Ja. Und tschüss. Na, Alter. Genau. Geht ruhig sterben. Oh, ich bin hier ganz unten beim Kartografen. Siehst du, das war doch eine Abkürzung. Ich hab's doch gewusst. Voll den Eliten getaggt, Alter. Einfach so, weil ich's konnte. Du bewegst dich aber Richtung nach oben, oder? Weil ich immer noch deine Geräusche höre. Hab ich jetzt gerade einen Kontrollpunkt ausgelöst? Nö, ich geh jetzt weiter Richtung nach oben, so. Richtung nach oben, so. Ich weiß ja nicht, wo du bist, aber... Ganz unten. Egal. Ganz unten, ey, schön. Ich suche auch gerade einen Weg nach oben, aber ich bin ja... Ich bin ja ohne mein Navi aufgeschmissen. Sag ich ja, schon wieder falscher Gang. Also, wenn ihr sehen wollt, wie es richtig weitergeht, dann guckt auf meinem Kanal und Oliver fehlt so ein bisschen. Das paar Glatsche. Pff, uninteressant. Jetzt bist du direkt unter mir, glaube ich. Also sagt die Karte jedenfalls. Also ich sehe deinen gelben Punkt, ja, das ist richtig. Ja, ich denke mal, ich muss die ganzen Gegner erstmal hier killen, die hier überall so rum spasten. Nö, musst du nicht, du kannst einfach durchwaschen. Ja, aber ich muss erst auch nebenbei gucken, wo es lang geht. Und na, immer nach oben. Wann immer du den Weg nach oben siehst, nimm ihn. Und ich weiß, dass hier doch irgendwo ein Marine rumlag mit einem Medikit. Ah, hier sind wir, glaube ich, hergekommen. Oder auch ich habe auch nicht mehr viel Hilfe. Hier ist einer mit Schwert. Ach, du bist schon so weit. Ja, da wäre jetzt mein Raketenwerfer gut angesagt gewesen, glaube ich. Ich bin tot. Oh, hey Tom. Oh, ich bin wieder da. Du hast mich übrigens erschreckt, Mann. Alter, auf immer stand da einer mit Schwert. Ja, dafür habe ich mir eigentlich einen Raketenwerfer aufgehoben. Weil den hättest du schön mit eben Schuss wegmachen können. Ja, aber das kannst du nicht in so einer Ecke machen, weil dann bellst du dich selber mit weg. Doch, ich habe das im Singleplayer gemacht, hat wunderbar funktioniert. Ja, ja. Naja, siehst du. So hat er es im wunderbar. Das mache ich schon immer im Singleplayer, so schon seit dem ersten Halo-Teil. Hier geht's lang. Also hier? Da? Wo? Da lang? Hier, wo ich. Ja. Okay, bei mir ist Sackgasse, ja. Ich sag ja, ohne Navi bin ich aufgeschmissen. Bitte in 2 Metern rechts abbiegen. Okay. Ich bin auf dem Weg schon mal vorhin gegangen. Ja, das hast du. Ah, hier ist ein Medikit. Dankeschön. Das habe ich nämlich jetzt gebraucht. Heiß Niedler. Scheiß auf Niedler. Ich habe eine Granate, die haue ich dem Typen um die Ohren. Niedler ist die geilste Waffe, die es gibt. Und? Ist das ein Grund? Ja, Mann. Hier schon? Ne. Ach, du warst schon ganz oben, oder? Keine Ahnung. Es gibt auch bloß den Ehen mit Schwert. Orientierungslosigkeit. Navi, wo muss ich lang? Warte mal, Keine Ahnung, hier geht's lang. Ihre Route wird berechnet. Bitte warten Sie. Jetzt links und da steht wieder mit Schwert. Ja, ich weiß. Da ist auch ganz gut, da kannst du recht gut eine Granate hinwerfen. Jetzt gleich rechts, pass auf. Ha! Hat er sich erschreckt schon mal? Ja, nein, ich bin schon wieder runtergefallen. So viel zum Thema Niedler ist schwul, wa? Ich hab's mal erledigt, ja? Mein Niedler hat den erledigt mal. Ja, der ist mit meiner Explosion von meinem Niedler weggeflogen, Alter. Schnauze. Alter. Spacko, ich hab meinen Niedler nicht mehr. Doch, der liegt da noch. Scheiße. Hab ich nicht aufgesammelt, ich war nett. Du Arsch, Alter. Oh, das musst du jetzt einfach mal. Ich stand so schön hinter dir und du hast ihn nicht bewegt. So, und ich glaube, wir sind jetzt schon gleich fertig mit dem Level. Cortana an Echo 419. Der Chief und ich sind oben. Nee, hier gibt's nochmal 2 Gegner. 2 Unsichtbare. Rechts und links. Aber die sind nicht so schlimm. Hier können wir nämlich im Prinzip auch einfach nur überleben. Ist erstmal das Ziel. Wir müssen warten, bis uns die Kavallerie holt. Jawoll, ja. Wo sind die Gegner? Da. Ich habe ja Auto-Aiming an und da ist es eigentlich ganz cool bei den Unsichtbaren. Es gibt gar kein Auto-Aiming. Es gibt ein automatisches Auto-Aim. So, und da ist unser Taxi. So, Leute, und dann würde ich sagen, das war schon wieder das Level. Tom, was sagt die Zeit? Lohnt sich da hier gleich den Part aufzuhören? Die Zeit sagt 30 Minuten und ja, dann, 31 dann, Minuten. Dann machen wir gleich im Ladebalken Schluss, Leute, und wir sehen uns dann im nächsten Level mit dem nächsten Part wieder. Jawohl, ja. Wir verabschieden uns, ne? Tom, steigst du noch ein? Ja, ich steig noch ein. X drücken.
Und jetzt noch, letzte Zwischensequenz. Hohammer, hier sind Koordinaten und Flugplan, den ich erarbeitet habe. Cortana, das sind unterirdische Koordinaten. Die Allianz hat Tiefenscans durchgeführt. Meine Analyse zeigt, dass Halo von Tunnelnetzwerken durchzogen ist, die den ganzen Ring umspannen. Sie haben ja sicher auch unseren Kontostand analysiert. So ein Baby ist nicht billig. Sehen wir es von der positiven Seite, Frau Hammer. Das, was die Allianz am wenigsten erwartet, ist eine Luftlandung. Von unten. Mach mal einer bitte den Vibrator aus. Ah, danke schön. Das wisst ihr jetzt nicht, die Pets haben gerade wie Sau vibriert in der Szene. Gut, also, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Hau da rein und tschüss.